Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Lutz, danke schön, dass du mir 60 gibst. Ich fange nur an, viel zu haben, und dann werde ich es doch vielleicht in 50 oder 45 Minuten schaffen. Ja, als letzter Referent kann ich auch ein bisschen diesen internationalen Trainerkongress abrunden. Und deswegen werde ich den einen oder anderen Hinweis der letzten zwei Tage auch einfließen lassen in meinen Vortrag. Gleichzeitig sehe ich mich auch ein bisschen als Vorgruppe für die große Aktion Kloppe und Co. Das heißt, ich muss euch zum Zünden bringen, habe ich gestern gelernt. Zünden nach dem gestrigen zündhaften Abend fällt wahrscheinlich schwer, am Morgen wach zu werden. Und deswegen, mein Ziel ist, euch zum Zünden zu bringen, damit ihr Kloppe und Co. verfolgen könnt. Und deswegen möchte ich einsteigen mit einem Schuss Gänsehaut. Ich habe nicht ohne Grund eine ältere Version gebracht. Ich habe keine neue. Logisch. Aber es ist völlig egal, in welchem Jahr diese Aktionen entstanden sind, ob da einige Trainer schon gewechselt sind oder nicht und noch beim gleichen Verein sind. Fakt ist, und deswegen bringe ich nochmal diese Anfangsfolie, es ist völlig egal, wo wir trainieren, ob Kreisliga oder Bundesliga, und deswegen habe ich auch dieses Thema so gewählt. Das heutige Thema ist genauso für den Kreisliga A-Trainer wie den Bundesliga-Trainer entscheidend oder wichtig. Der Unterschied liegt meistens auf dem Konto, aber in der Arbeitsweise auf dem Platz nimmt sich nicht viel. Bernd Stöber hat angefangen, im Kongress zu sprechen über, ja, warum wir dieses Thema gewählt haben. Und wir wissen alle, wenn wir von Abwehr oder Ballverlust gleich Abwehrverhalten sprechen, gibt es zwei Möglichkeiten, das Pressing oder das Fallen. Wobei ich gestern schon erfahren habe beim Frank Schäfer, es gibt ja Abwehrverhalten anscheinend nicht mehr, das heißt jetzt Angriff gegen den Ball. Meine Freunde aus Baden-Württemberg freuen sich, weil die sagen schon seit Jahren, es gibt kein Abwehrverhalten mehr. Aber in der Tradition, denke ich mal, sollte man unterscheiden zwischen Abwehrverhalten und Angriffsverhalten. Aber auch hier ist es nicht egal, wie wir das Kind nennen. Entscheidend ist der Inhalt. Klar, Angriffsverhalten gibt es auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder kontern wir oder wir haben einen klassischen Spielaufbau. Und deswegen haben wir uns gesagt, diese Thematik Umschalten, mit dem Bernd eingestiegen ist, ist gar nicht mal so ein kleines Thema, sondern mit ein entscheidendes Thema, gerade im modernen Fußball. Zum Einführen nochmal umschalten. Was meinen wir mit umschalten nochmal? Da möchte ich nochmal Bernd seine ersten Clips zeigen. Ich habe mit einem Golfer gesprochen, denn die nennen es immer Hit and Hope, schlagen und hoffen. Und dieses Beispiel ist zwar aus der zweiten Liga, aber ich kann mehrere Beispiele bringen, dass unser Fußball, egal auf der Welt, hauptsächlich oder oft in dieser Situation so aussieht mit großen Ausnahmen. Also dieses Hit and Hope. Vielleicht haben wir Trainer in der Trainingsform zu viel ans Umschalten gedacht. Fakt ist, das ist nicht das Umschalten, was wir meinen. Und wenn ich von Umschalten spreche, so gucke ich immer ins Ausland und sage, wie macht ihr es denn ins Ausland? Und dann kommen Gespräche immer, was Ausländer sagen über unseren Fußball. Was sagt ihr über unseren Fußball? Wie glaubt ihr, Deutschland spielt Fußball? Das ist hochinteressant mal zu hören. Und bis vor ein paar Jahren war ganz klar, der Ruf des deutschen Fußballs war Zweikampf. Die Engländer sprechen gern von der Panzer kommt. Zweikampf, Zweikampf. Das war bis vor Jahren immer noch unsere Philosophie, der Zweikampf. Nichts anderes zählt, und wir gewinnen über den Zweikampf des Spiels. Und wir haben ältere Trainer da, die sind so auch erzogen worden. Und wir kennen all den Spruch von Gary Lineker: Fußball ist ein Spiel von 22 Leuten, die rumlaufen, und am Ende gewinnt immer Deutschland. Ist gut. Wenn es so ist und es passt, klasse. Dann brauchen wir nicht mehr trainieren. Aber Ralf Rangnick war einer der Ersten, als Person für viele im deutschen Fußball, die gesagt haben, wir müssen da was ändern, vor allen Dingen der Taktik. Er hat vor Jahren gesagt, wir sind 20 Jahre gegenüber den anderen im taktischen Bereich hinten dran. 20 Jahre hinten dran, da können wir uns jetzt streiten drum. Also unser Abwehrverhalten haben wir verändert. Wir haben die Viererkette vor Jahren eingeführt, wir haben sie standardisiert, das ballorientierte. Nein, es hieß am Anfang ballorientierte Raumdeckung, dann ballorientiertes Verschieben. Aber Fakt ist, wir haben gelernt, kompakt gegen den Ball zu arbeiten. Und jeder Mann hat auch dann wieder gesagt, vor nicht allzu langer Zeit, okay, wir haben 80% unseres Trainings mit Abwehrverhalten verbracht. Es ist an der Zeit, das Verhältnis umzudrehen. Das heißt, im Angriffsverhalten müssen wir nachdenken. Die Frage ist, und das ist die große Frage in den letzten paar Jahren, können wir Spielzüge so einstudieren im Training, dass wir am Wochenende oder am Spieltag diesen Spielzug auch sehen? Können wir arbeiten wie Basketballer, die dann spielen und sagen drei und dann weiß jeder, wer zu laufen hat? Können wir arbeiten wie Handballer, die um einen Kreis herum spielen
Oder ist es im Fußball nicht möglich? Das ist die entscheidende Frage. Und damit beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns mit Systemen, mit Spielphilosophien, mit mannschaftstaktischen Hinweisen. Wir schwelgen in Diskussionen wunderbar von Hundertstel ins Tausendstel. Aber woran liegt es wirklich? Woran könnten wir wirklich arbeiten? Und jetzt versuche ich nochmal die gleichen Szenen aufzuarbeiten mit euch zusammen. Also über was sollen wir uns tatsächlich unterhalten? Über was sollen wir uns tatsächlich unterhalten? Über Spielsysteme? Spielphilosophien? Ja. Ganz ohne Zweifel, ganz wichtig. Ich stehe hier vorne als Ausbildungsleiter der Fußballlehrerakademie und sage, auch wir erfinden den Fußball nicht neu, aber meine Aufgabe ist, unabhängig mal der Vorgruppenaufgabe, ist zu sensibilisieren. Dinge, die wir kennen, nochmal zu sagen, hey Leute, passt auf. Aufpassen, wo ihr hingeht. Sensibilisieren. Wir erfinden den Fußball nicht neu, aber wir können im Hier und Jetzt immer wieder in den Spiegel gucken. Immer in den Spiegel gucken und sagen, was mache ich denn tatsächlich auf dem Trainingsplatz? Was mache ich denn am Spielfeldrand? Ich reg mich über den Schiri auf, weil er irgendeinem Foul pfeift, das völlig unwichtig ist. Vielleicht sollte ich mal über den Pass diskutieren, der zum Mitspieler kam und deswegen ein Foul entstand. Also was diskutieren wir eigentlich, wir Trainer? Fakt ist, und das Matthias Sammer sagt immer, wir sollen Titel holen, Fakt ist, dass wir die letzten 10 Jahre keinen Titel geholt haben. Und ich versuche mal zu lesen, seit 2001 wartet die Bundesliga auf einen Triumph im Europapokal. Wirtschaftlich boomt es in Deutschland, man höre, aber sportlich hinkt man hinterher. Die aktuelle Situation von der Welt, Deutschland am Boden, vom 6.5.2011, ich hole was raus, was wird da geschrieben? Lücke zwischen Bundesliga und europäischer Elite. Ein Verteidiger hat gesagt, dass es nicht reicht, diesen Top-Level zu erreichen. Und wir haben gute Kicker, wir haben wirklich gute Kicker. Und das Argument davon ist, einer von vielen hat gesagt, die TV-Gelder sind verantwortlich. Okay, 2007 bereits schon gab es auch mal so eine, ihr wisst alle, 2007 gab es mal eine Phase, da haben wir auch nichts geholt. Da haben sie mal eine Umfrage gemacht vor, ich glaube, fast 30.000 Teilnehmern. Die Frage war, hat die Bundesliga zu wenig Geld, um mit anderen Ländern in Europa mitzuhalten? Ja, 61% haben Ja gesagt. Vielleicht haben 30% davon den Watzke-Artikel gelesen. Oder sie haben tatsächlich eine eigene Meinung. Fakt ist, ja. Da gab es noch ganz interessante zweite Frage. Technik, Kampf, Tempo. Ist die Spielkultur der Bundesliga veraltet? Eigentlich nein. Plus, minus. Nicht veraltet. Haben wir ein Trainerproblem? Nö. Wir haben kein Trainerproblem. Wenn wir kein Trainerproblem haben, unsere Art Fußball zu spielen in Ordnung ist, dann liegt es am Geld. Ein klassischer Algorithmus, da muss es am Geld liegen. Aber liegt es wirklich am Geld? Es gibt zwei Möglichkeiten, etwas zu analysieren. Die erste Möglichkeit ist die. Oh, für Hans-Dieter Hermann, Psychologie, ganz wichtig, mach den stark. Mach dich stark, guck in den Spiegel und sieh was nicht drin ist. Mach dich stark und fall auf die Schnauze. Aber mach dich stark. Eine Möglichkeit, absolut in der Motivationsschiene, absolut wichtig. Wir gucken, was die Fachleute sagen. Ich freue mich, dass Herr Netzer sagt, Geld ist die Basis, bringt aber nicht automatisch Titel. Wir haben uns verändert in unserer Ansichtsweise. Und da kam auch etwas hervor. Fragt Kicker, als Joachim Löw kürzlich feststellte, dass England und Spanien den deutschen Fußball voraus seien, ernte er heftige Kritik. Okay. Und danke, Günther, spanische Spieler sind uns technisch überlegen. Und das sehen wir. Das sehen wir. Das sehen wir. Das heißt, wir können was ändern. Es gibt eine zweite Möglichkeit, sich zu analysieren. Die vielleicht in Form von, was ist wirklich gut und weniger gut in unserem Spiel. Und da gehe ich in den Kicker. Kicker Fachzeitschrift ist ja mit die beste, die wir haben in der Analyse. Auch da gibt es Pro und Contra. Ich finde sie gut. Da können wir an dieses Spiel noch erinnern, Manu gegen Schalke vor nicht allzu langer Zeit. Und dann haben sie analysiert, war jederzeit in der Lage, das Tempo zu verschärfen. Das ist Fitness. Die Engländer sind stärker als wir in der Fitness, zumindest mal in diesem Spiel. Das kann doch nicht sein. Deutschland war immer schon stark in der Fitness. Der DFB hat übrigens ein neues Trainingszentrum aufgebaut, um diese Fitness zu steigern. Ich zeige mal kurz eine Episode daraus. Trainingszentrum hinter Frankfurt. Von wegen, wir sind nicht fit, wir sind topfit. Wir trainieren ja auch entsprechend.
Ich merke, gezündet. Aber auf der Sachebene zurückzukommen, okay, da stand auch drinne, sie tun besser oder präziser kombinieren. Okay, in der Aussprache heißt es für uns in der Fachsprache, deren Ballzirkulation ist besser. Und da steht auch drinne, individuelle Klasse im Dribbling. Das war nur eine 1b. Also das Thema heißt Ballführen. Und da steht nichts von Geld. Da steht, wir haben Probleme in Ballzirkulation, wir haben Probleme im Ballführen und auch Presse kann sich bezüglich Fitness falsch liegen. Also das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Zumindest mal in diesem Spiel. Der große Meister, was sagt der dann? Der hat mal einen guten Artikel auch 2007 abgelassen. Und der hat gesagt, auf die Frage, ob es Gründe gibt, ja, es sind Gründe vorhanden. Und wenn wir den internationalen Fußball betrachten, dann erkennen wir, dass wir Deutschen in den elementaren Dingen Probleme haben. Problem ist das falsche Wort. Herausforderung. Wir sind gut, wir sind wirklich gut. Ein bisschen Löwe sehe ich schon in uns. Wir sind gut, aber elementare Dinge, an denen können wir arbeiten. Und das ist, klar, wissen wir alle, Zweikampfverhalten, Passschnelligkeit, Präzision, Ballannahme, Ballmitnahme, Lauftempo, das ist das, was wir mit elementar auch meinen. Und auch dieses Zitat möchte ich bringen, bei ganz großen Mannschaften sind diese Dinge enorm gut ausgeprägt. Die Spieler machen kaum Fehler in den einfachen Dingen. Da müssen wir ansetzen in der Ausbildung. Ich war am Sonntag in Hennef und habe Arsene Wenger sein Training angeschaut. Da ist die Passqualität Thema. Und wenn der Mitspieler den anderen Spieler über Kniehöhe anspielt, dann pfeift er ab und sagt, stopp, nur flache Bälle. Ich will nur flache Bälle haben. Und er greift ständig ein. Also wenn es für die Ausbildung ist, sowohl Trainer als auch Spieler, wie soll das geschehen? Man darf nicht einmal tolerieren, wenn ein kleiner Fehler passiert. Korrigieren, korrigieren, korrigieren. Und ich weiß, wie Spieler reagieren, wenn wir korrigieren. Pass, stopp, erklären. Pass, stopp. Oh Coach, lass uns doch mal Fußball spielen. Ja, lasst uns mal Fußball spielen. Vielleicht müssen wir am Anfang den Spieler sagen, okay, ich tue es nur für dich. Ich bremse ab, weil der Pass nicht ankommt. Ich bremse ab, weil dein Freilaufen scheiße ist, Entschuldigung. Und dergleichen, damit er es knallt. Und wenn du es kannst, dann können wir auch Fußball spielen. Ich polarisiere, ich übertreibe. Nur so können wir die Karikatur verstehen. Schauen wir uns doch mal den Dali an. Alles gesehen? Kann mir jemand erklären, was er gesehen hat? Ich gebe euch nochmal eine Chance. Ich glaube, wir können jetzt noch eine halbe Stunde hier anschauen und wir werden immer noch nicht alles sehen. Wir schauen das Bild von oben an und müssen lernen, ins Detail zu gehen. Ins Detail. Ganz kleine Punkte können entscheidend sein und nicht akzeptieren. Wir haben dann immer nach dem Spiel das Gefühl, ah, es war nicht so gut heute. Warum war es nicht so gut? Schaut aufs Detail. Schaut wirklich, ob Pass A nach B ankommt. Und in der Zeit, ich lerne ja unheimlich gerne. Klar, lebenslanges Lernen. Und Hans-Dieter Herrmann hat mir gestern noch einen Impuls gegeben. Die Geschichte mit der Motivation. Teambuilding. Man kann auch Inhaltsbuilding sagen vielleicht. Ihr erinnert euch, diejenigen, die da waren. Mal übertragen. Wenn ich jetzt die Ballkontrolle-Kiste weghaue, fällt die Ballzirkulation zusammen. Ja. Wenn ich jetzt hin Ballführen weghaue, könnte es passieren, dass es oben nicht funktioniert. Und genau das ist es. Diese Kisten sagen sehr viel aus, die Kartons. Wenn wir von guter Ballzirkulation sprechen, müssen wir schauen, was ist die Basis, was sind Kriterien guter Ballzirkulation. Und da müssen wir ein paar Schritte zurückgehen. Und wenn im Dreieckspiel es nicht funktioniert, dann ist vielleicht Spielen und Gehen, Freilaufen und Anbieten nicht in Ordnung. Wenn das Freilaufen Anbieten nicht in Ordnung ist, ist vielleicht allein die Laufbewegung nicht in Ordnung. Oder in der Offensive betrachtet, der Kurzpass kommt nicht an. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich sage, unsere Ballzirkulation ist nicht optimal. Erklär mir, Trainer, warum. Denk an die Kartons von meinem Hermann. Wir müssen so weit sein als Trainer, dass wir jeden trainieren können. Das ist so das Ziel, jeden. Und wir haben in der HWA, Hennes Weiterakademie, mal einen Test gemacht. Ein halbes Jahr haben wir jemanden trainiert. Mal gucken, was rauskommt. Jeden musst du trainieren können.
Ich nehme dieses Kompliment an für unsere Ausbildung. Wir sind gut in unserer Ausbildung, wir schaffen sogar Eichhörnchen zum Fußball zu bringen. Aber es muss so sein, und wir haben, nicht umsonst habe ich das Thema von der Kreisliga zur Bundesliga genannt, weil wir haben sehr viele Trainer hier oder fast alle Trainer hier, die natürlich keine Profitrainer sind im Sinne von Geld verdienen und nur Fußball im Kopf haben, sondern wir haben alle auch einen Job. Wir müssen auch diese Spieler so weit kriegen, dass sie auch in ihrem Job nur an eins denken, an Fußball und an Technik. Ich habe hier mal ein Beispiel gebracht, wie so ein Speditionskaufmann arbeitet heutzutage. Ja, ist ein Amateur. Oh. Okay, verlassen wir wieder die Zündungsphase, gehen wir wieder über zum Sach, zur Sache. Ich zeige jetzt ausnahmsweise mal keinen Spaß, aber im Spaß möchte ich auch die Wahrheit aufzeigen. Diese Pyramide vor Augen halten, diese Pyramide immer wieder nachdenken, wenn was nicht funktioniert, geht zur Basis zurück. Unsere Nationalmannschaft hat ja mächtig viel Wirbel gemacht 2010. Was war denn die Ursache? Was war die Ursache? Was waren so Markenzeichen und was war die Statistik zum Thema schnelle Balleroberung? Man hat festgestellt im technischen Bericht der WM, dass der Zweikampf, bezüglich Zweikampf, Deutschland die wenigsten Fouls gemacht hat und die meisten Ballgewinne. Die meisten Ballgewinne aus dem Zweikampf heraus. Ja, man kann den Ball auch irgendwo ins Ausschießen, die haben den Ball erobert, Ballgewinne. Bezüglich schnelles Umschalten, war das Ergebnis, nach Ballgewinn hat Deutschland am schnellsten umgeschaltet, am schnellsten zum Abschluss gekommen. Statistik. Und kurze Ballkontaktzeiten beinhaltet schnelles Spiel. Die Ballkontaktzeit von Annahme und Weiterleitung war 1,1 Sekunden. 2005 war Deutschland mit 2,8 Sekunden noch recht weg, 2008 1,8 Sekunden. Und mal zum Vergleich, Spanien 1,0 Sekunden. Statistik, vergessen. Vergisst's. Wir haben einiges gelernt in diesem Lehrgang, in diesem internationalen Trainerkongress. Vergiss Statistik. Zufall. Weniger Ballbesitz, weniger Torschüsse, weniger Zweikampfsiege, mehr Fouls und du gewinnst die Spiele. Ich habe großen Respekt vor Roland Loy, der uns das dargestellt hat. Gestern hat jemand zu mir gesagt auf der Bühne, warum ist Bielefeld eigentlich abgestiegen? Kann doch nicht sein. Die hatten doch wenigsten Ballbesitz, wenigsten Torschüsse, viele Fouls und wenige Zweikampfsiege. Aber ich habe mit Roland nochmal gesprochen, er saß neben mir 2 Stunden und er sagt nochmal schöne Grüße von ihm. So explizit möchte ich das auch nicht ausdrücken. Er möchte nur mal zeigen, was wirklich dahinter steckt. Aber wir als Trainer, und das finde ich wieder gut von Roland, wir machen uns Gedanken. So wie wir über Jörg Daniel seine Hinweise bezüglich Standards diskutiert haben, so diskutieren wir wirklich mal. Muss ich vielleicht doch mehr Fouls machen? Nee, Quatsch. Aber vielleicht gibt es Situationen, wo ich mal das Spiel des Gegners kaputt mache durch mehr Fouls. Zufall, ja, aber wir können diesem Zufall auch etwas nachhelfen. Das wissen wir alle. Also gehen wir nochmal in die Fachebene oder Sachebene. Was steckt denn hinter der ersten Marke? Schieben, stellen, begleiten, doppeln, Balleroberung ohne Foul. Schnelles Umschalten. Wir nennen es immer elementares Abwehrverhalten in der Ausbildung. Elementar, grundsätzlich. Dahinter steckt Spielen, Gehen, Freilaufen, Anbieten, also Individualtaktik. Und mit den Ballkontaktzeiten, Ball führen, Passqualität, also Doppelpass, Steil, Klatsch. Doppelpass, don't forget Doppelpass. Steil, Klatsch. Ball an und Ballmitnahme. Das steckt in der Ausbildung dahinter. Und wir nennen es dann in der Ausbildung im elementares Angriffsverhalten. Wir geben dem Kind nur einen Namen, um es wiederfinden zu können bei der Analyse. Ich habe ein paar Clips mitgebracht, um nochmal zu verdeutlichen, was damit gemeint ist. Schieben, stellen, begleiten, doppeln, Balleroberung ohne Foul. Also ich könnte da jetzt stundenlang bei euch Clips zeigen.
Es gibt fast in jedem Spiel Situationen, dass der Gegner mit dem Rücken zum Tor steht, ungefährlich ist und unsere Spieler gehen hin und wir schreien von drinnen, kein Foul, kein... Okay, Foul. Drauf, unnötigerweise, nicht den Basketabstand gehalten, zu nah drauf gewesen, berührt, fallen gelassen oder nicht fallen gelassen. Hier waren Szenen, wo man gar nicht anders kann. Liegt auf dem Boden, Standardsituation, dann braucht man Jörg Daniel dazu, hilft auch nicht, Tor. Warum? Daran müssen wir arbeiten. Daran müssen wir arbeiten. Gleiches für elementares Angriffsverhalten, Ball führen. Aus Zeitgründen lasse ich es weg. Ihr wisst, wie man Ball führt. Die Passqualität vielleicht ein paar Sachen zeigen. Jetzt arbeiten wir uns vor an den 16er, spielen den Ball in den Fuß und er macht so. Daran müssen wir Trainer arbeiten. Hört auf mit dem Quatsch. Nehmt den Ball an, nehmt ihn mit, guckt euch den großen Fußball an. Die spielen mit zwei Kontakte. Wir spielen immer nur direkt. Direkt ist gut, wenn er ankommt. Aber die höhere Wahrscheinlichkeit ist, mit zwei Kontakten zu spielen. Die Geschwindigkeit, die ich, beziehungsweise die Zeit, die ich verliere durch zwei Kontakte, hole ich raus durch Geschwindigkeit des Balles. Und wenn ich meinen Partner scharf anspiele, dann muss der annehmen. Wenn ich ihn aber so anspiele, dass ich sage, ich spiele den Ball so an, dass du ihn mitnehmen kannst, geht ein Verteidiger dazwischen. Also mehr Bewusstsein, mehr, ich polarisiere, mehr Verantwortungsgefühl dem Spieler in die Hand zu geben. Wir reden nicht über Systeme, wir reden über den Pass von A nach B. Natürlich, wir sagen immer, oh, Wormuth, hört doch auf, das ist doch Fußball, du hast ja selber Fußball gespielt. Aber trotzdem müssen wir, gerade in der Ausbildung, immer darauf hinweisen, polarisieren. Versucht trotzdem das Maximale rauszuholen. Achtet auf solche Kleinigkeiten. Achtet auf solche Kleinigkeiten, wie der Spieler in eurer Mannschaft den Ball annimmt und mitnimmt. Nehmt das Beispiel großer Fußball, aber es gibt auch im unteren Fußball immer den Hinweis, drauf achten. Immer drauf achten. Natürlich kann ich nicht jede Aktion Stopp machen, das wissen wir alle, korrigieren, da werden die Spieler verrückt. Aber es muss Phasen geben, wo ich sage, und ich spiele jetzt nur mit euch, wenn ihr genau das macht, was guter Fußball ist. Und wie gesagt, beim Arsene Wenger war ich ein paar Mal, da habe ich einfach diese Aktion gesehen, ich finde es gut. Aber auch der lässt logischerweise mal alt gegen Jungen spielen, Alkoholiker gegen Nicht-Alkoholiker, das gehört ja zum Fußball dazu. Ja, und ein sehr guter Fußball, an dem orientieren wir uns zwar immer, aber wir können nicht immer so spielen, wissen wir alle, dieses Spiel. Barcelona und Arsenal. Das sieht so langsam und so behäbig aus, aber wir müssen nicht auf denjenigen gucken. Immer gucken, bevor der Mitspieler den Ball bekommt, was macht er denn wirklich? Wie läuft er sich frei? Hat er eine Auftaktbewegung? Wohin ist die? Wie löst er sich im richtigen Augenblick? Timing, Spiel und der Ball. Annahme, zack, nach vorne, aus dem Kreis raus des Gegners. Er nimmt ihn an und jetzt kommen sie und geht raus aus dem Kreis. Das ist Fußball. Das kann man üben, das kann man trainieren. Und es geht jetzt noch zwei Minuten, das Prinzip. Also dieses Freilaufen anbieten, 6-gegen-3 Form und so weiter und so fort. Und deswegen ist mir meine Frage immer, wie kann man Technik unter taktischen Gesichtspunkten trainieren? Gerade Amateure, und da haben wir viele Amateurtrainer hier, die sagen, ich kann nicht jetzt in den Wald gehen und Konditionen pauken. Aber kann man Technik, ja klar, Technik immer Ball und her spielen. Aber wir haben gestern schon gesehen in den Formen der drei Kollegen, man kann Technik auch unter taktischen Gesichtspunkten betrachten. Und zwar im Jugendfußball wie im Seniorenfußball. Und ich weiß, ihr alle macht es. Aber manchmal vergisst man es trotzdem wieder. Denn das Entscheidende hier ist wieder das Coachen. Es ist das Coachen. Und da unterscheide ich auch immer die Radioreporter und die TV-Kommentatoren auf dem Platz. Wir hatten gestern mit dem Peter, der sehr engagiert war, mehr den Radioreporter, der ununterbrochen gesprochen hat und die Spieler haben gar nicht kapiert, dass eigentlich schon längst Pause ist. Das passiert halt, wenn du als Trainer ständig sprichst. Aber es war eine Demo-Einheit, der wollte uns was erzählen und sagen. Der TV-Moderator ist der auch mal das Spiel laufen lässt und eben nicht jedes Mal Kommentar abgibt. Aber das ist wie Coaching-Geschichte, da muss jeder für sich selbst finden den richtigen Weg. Aber Coachen in der Aktion, und zwar nicht nur Flügelspiel als Thema und dann machen wir Flügelspiel, sondern müssen einen Schritt zurückgehen und sagen, warum funktioniert das Flügelspiel nicht? Weil er vielleicht schlecht zum Ball steht, weil er den Ball andere falsch annimmt, weil der andere nicht freiläuft und anbietet. Das ist Detailarbeit. Daran müssen wir zukünftig, nicht nur zukünftig, machen wir immer, machen alle, aber ich möchte es nochmal erwähnen. Das ist eine Möglichkeit zu coachen. Ich weiß nicht, wie der Valerie Lewandowski oder so ähnlich aus dem ostdeutschen, aus dem russischen Bereich, der saß immer nur da und hat gar nichts gesagt. Das ist eine Möglichkeit zu coachen. Die andere Möglichkeit, indem ich eingreife
oder indem ich dem Spieler den Weg vorzeige, induktiv, deduktiv, logischerweise zwei Möglichkeiten. Und unsere Kandidaten, unsere Trainer haben das hervorragend gezeigt. Es war nur eine Demo-Einheit und wir können über jedes, über alles kritisieren. Das gehört ja auch dazu, wenn sich jemand zur Verfügung stellt, dass er den einen oder anderen zum Kritisieren bringt. Das gehört dazu, das ist gut, weil dadurch regen wir unsere Diskussion an. Das ist gut. Aber sie haben gecoacht. Sie haben immer wieder gecoacht. Erinnert euch an Peter Hyballa am Anfang, wie er immer wieder gesagt hat, stopp, wie läufst du an? Wie stehst du hinten dran? Im Kleinen. Und die Kunst ist das jetzt zu übertragen aufs große Spiel. Also das ist eine technische Herausforderung, nenne ich es gern. Und das ist so die Quintessenz auch nochmal, nicht die Trainingsform ist entscheidend, sondern das Coaching in der Trainingsform. Das ist das Entscheidende. Es gibt wunderschöne Tausende von Trainingsformen und wir ergötzen uns an der Form und finden es toll. Aber entscheidend ist, was du als Coach in dieser Trainingsform arbeitest. Ich habe normalerweise an dieser Stelle gesagt, Dankeschön, Wiedersehen. Und dann gehe ich auf den Platz und zeige so ein paar Formen und ich will sie versuchen mal so in der Kürze der Zeit hier darzustellen, was ich auf dem Platz machen würde. Wir haben jetzt Podiumdiskussion, ich freue mich drauf. Robert Klopper kommt noch vorher dran. Und das Thema dieser Podiumdiskussion ist schneller, direkter, vertikal. Und daraus entwickle ich und sage, okay, dann schneller, direkter, vertikal, dann klickt es bei mir oben drin, dann sprechen wir vom vertikalen Spiel. Vertikales Spiel ist so ein neu modernes Wort. Wir haben früher gesagt, aus der Tiefe in die Tiefe. Und dann war es gut, aber jeder sucht so seine Bestimmung. Vertikales Spiel, wir nehmen es in der Ausbildung auf. Aber was heißt vertikales Spiel? Wir kennen jetzt die klassische Form. Schlauch und jetzt spielt man vertikal. Und ich kann aber in diesem Schlauch, wenn ich 10 gegen 10 spiele, habe ich den Bezug zum Spiel ja nicht mehr, weil meine Außenverteidiger im Ballbesitz nicht öffnen. Es sei denn, die Philosophie ist eng bleiben. Ich öffne nicht. Also haben wir uns gesagt, auch in der Ausbildung, da muss doch was verändern. Was können wir anbieten? Bieten wir doch mal so die Linien anders an. Weil jetzt passiert Folgendes. Jetzt können wir 10 gegen 10 in der Tat spielen. Weil jetzt können die Außenverteidiger in der Balleroberung danach öffnen. Jetzt kommen sie auf die Position, die sie im Spiel auch tatsächlich haben. Und bleiben nicht in dem Schlauch und haben kein typisches Verteidigerverhalten, weil kein Verteidiger der Welt steht im Ballbesitz ganz eng mit seiner Viererkette, sondern sie öffnen. Und mit nur diese Linien verschieben in der Methodik erreichen wir jetzt, dass die zumindest mal die Außenverteidiger in ihre ursprüngliche Position im Spiel kommen. Und dann heißt vertikales Spiel logischerweise immer durch die Mitte, sonst wäre es der Flügelspiel. So klassischer Aufbau, das heißt die grün gezeichnete Fläche, Abwehr hat den Ball und jetzt versuchen wir durch die Mitte nach außen nach vorne zu spielen. Ich zeige mal ein paar typische Vertikalspiel, also vertikaler Pass ist nicht identisch mit vertikales Spiel. Also dieses vertikale Spiel könnte man so aufbauen und könnte es so trainieren. Aber entscheidend ist wieder, nicht sich ergötzen an dieser Form, ey, super geil, die Linien und toll und prima. Nein, entscheidend ist, die Situation im Spiel zu coachen. Jetzt fragen wir, okay, wie kann man das machen? Man kann natürlich auch, wir an der HWA machen Folgendes, wir bauen unsere Trainingseinheit ganz kurz als Exkurs so auf, um ein bisschen aufzuzeigen, im ersten Teil nennen wir so Warm-up, aktivieren, hinführen zum Hauptteil, ist der erste Teil, und dann zwei Teile, Hauptteil 1, Teil 2. Die Methode, die wir hier sagen, hier führen wir das ein, wenn als Ziel ist, zweiter Ball als Trainingsziel, dann sollte man beim Einführen den langen Ball trainieren. Ist als Ziel vertikales Spiel, dann sollten wir durch die Flachpässe es üben. Ist Flügelspiel angesagt, dann muss ich beim Einführen vielleicht schon Flanken schlagen können. Und dann schulen wir das und dann wenden wir es an. Und in Trainingsform ist das am Anfang üben. Reine Übungsform ohne Gegner, wettkampfgemäße Übungsform mit Gegner, Unterzahl, Überzahl. Spielen hinten raus. Um den eigentlichen Wettkampf am Schluss brauche ich den eigentlichen Wettkampf, den brauche ich immer. Aber in dieser Form kann ich sagen, ich kann hinführen zum eigentlichen Wettkampf. Und wir Trainer ergötzen uns an Trainingsformen und hinten raus, wir arbeiten 60 Minuten an dem vertikalen Spiel zum Beispiel. Wunderbar, achten auf alle Details. Und dann lassen wir noch 30 oder 20 Minuten spielen und greifen nicht mehr ein. Aber das ist das Entscheidende. Alles, was vorher ist, ist nur Mittel zum Zweck, damit das Abschlussspiel so funktioniert mit den Inhalten, die wir vorher trainiert haben. Kennen wir alle, machen wir alle. Nochmal zum Sensibilisieren.
Und dann der Schwerpunkt ist natürlich hinten raus kaum noch zu sehen. Also wenn der Rentner beim Einführen vorbeiläuft, sagt er, der Wormuth macht vertikales Spiel, kommt am Ende des Trainings vorbei und sagt, keine Ahnung, was der macht, aber es könnte vertikales Spiel sein. Also der Rentner, der ein bisschen Ahnung hat. Das soll auch das Ziel sein. Wir als Trainer sollten aber hinten raus immer noch den Schwerpunkt im Kopf haben und daran arbeiten. Ich möchte einmal also eine klassische Form zeigen, die wir beim Einführen von Passqualität machen. Ihr kennt es alle. Steilklatsch. Thema heißt Steilklatsch und wir machen ein Quadrat, 5 Spieler hin und spielen Steilklatsch, Steilklatsch. Machen wir alle, mache auch ich, wunderbar, Technikschulung. Wann kommt dieses vor im Spiel? Kommt das im Spiel eigentlich schon vor, dass wir immer nur direkt spielen und immer nur im Kreis rumspielen? Wenn ich dann zu den Spielern sage, spielt mal schärfer, dann reagieren sie mit Annahme, Mitnahme und Spiel und dann sind wir schon wieder im Bereich Spiel näher. Deswegen eine andere Form, da ist das Abkippen drinne. An dem Ort findet vertikales Spiel statt. Jetzt drehe ich zwar jetzt um diese Form, egal, aber an diesem Ort findet das vertikale Spiel auch statt. Innenverteidiger passt zu einem Mittelfeldspieler, der setzt sich ab, wir spielen zwei Linien, steil Klatsch, Batsch. Und jetzt ist das Gleiche, was wir vorher gemacht haben, immer mit zwei Kontakten, scharf spielen. Das Gleiche, was wir vorher gemacht haben, Kreis, ist jetzt an Ort der Stelle. Ich garantiere euch nicht 3 Punkte am Wochenende, aber es ist für den roten Faden vielleicht für die Spieler bewusster. Und wir sind viele Amateurtrainer, die sagen, ich habe nur 3 Einheiten oder 4, dann wäre das die Möglichkeit, spielnäher zu arbeiten. Und dann, wenn wir weitergehen ins Schulen, könnten wir diese Form machen. Im Grunde, hier erkennt ihr wieder diese halbe Sanduhr. Und hier ist einfach Trippeltor und Passtor. Ich habe jetzt mal normalerweise mit 2 Mannschaften, man könnte jetzt 11 gegen 6 spielen, oder weiß ich was. Ballbesitz, öffnen, breit stehen, Außenteiliger auf ihre Position. Sie dürfen überall hinlaufen, nur der Ball darf nicht in die Sanduhr, außerhalb der Sanduhr gespielt werden. Ich habe mir wirklich Mühe gestern Abend gemacht, ich zeige es euch nochmal. Ballbeoberung, richtige Position einnehmen, Ball darf aber nicht über außen gespielt werden, vertikales Spielen. Genau das, was wir vorher trainiert haben, hinführen zum Hauptteil, trainieren wir jetzt in der Spielform. Mit Gegner bitte. Und am Ende, wenn wir spielen, lassen wir alles weg, alle Marker weg vielleicht, oder vielleicht noch 2 Marker Hütchen hinstellen und sagen, wer da durchspielt, kriegt 3 Punkte. Man kann wieder mit beiden Mannschaften trainieren, die können auch bei außen noch spielen, kein Problem. Aber wenn wir es schaffen, wieder mit Stahlklatsch, vertikales Spiel durch die Mitte, zack, außen kommt nach innen, hinterläuft, beachtet die Abwehr, die Nachrücken zuordnet, 3 Positionen besetzt, Kopfball, Tor, ist Theorie, aber in der Praxis oft gesehen. Das ist so ein bisschen der Aufbau, den ich immer gerne draußen zeige. Es heißt am Anfang, hinführen zum Hauptteil, arbeitet an der Technik und steigert dann die Technik erarbeiten in der Trainingsform bis zum Schluss. Und Stichwort Schluss, habe ich 10 Minuten rausgeholt, Lutz. Ich weiß, dass jede Präsentation am Anfang und am Ende entscheidend ist. Und ich garantiere euch, wenn ich morgen ansprechen werde, werdet ihr an diesen Typen im Büro denken. Aber der Typ im Büro, der das Ding auffängt, beinhaltet als Sinnbild, als Symbol für euch, achtet auf die Details. Achtet auf Dali, sein Bild, übertragt es auf den Fußball und nehmt Trainingsform bitte nur als Mittel zum Zweck und coacht die Technik im taktischen Schwerpunkt. Denn das ist die Salz der Suppe. Wir kriegen unseren taktischen Schwerpunkt nur rüber, wenn die Technik stimmt. Also haben wir als Trainer die Aufgabe, im taktischen Schwerpunkt die Technik zu coachen. Immer wieder passend zur Situation. Und wenn wir uns dann jetzt selbst reflektieren, dann sehen wir doch tatsächlich uns. Und deswegen ist der wichtigste Weg, um sich fortzuentwickeln. Und danke und gutes Coachen.